Schnellreiseziel. Da ist eine Anlegestelle. Nice, nice, nice. Da ist hier nämlich eine Höhle in der Nähe und ich denke mal, in dieser Höhle zu Hause ist dieser Schatz. Jedenfalls früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Ah, das war mal ihr Zuhause. Okay. Schauen wir uns ja mal ein bisschen um. Heilbör. Kaum zu Hause, würde ich mal sagen. Und die Schätze sind alle unten, wie ich sehe. Außer hier ist etwas in der Mitte. Hier haben Vater und Mutter diese Welt verlassen. Ich wäre mit ihnen gestorben. Ehrlos, wenn Sigurd nicht gewesen wäre. Ja, das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang, falls ihr euch nicht erinnert. Mutter. Wenn ich deinen Anweisungen gefolgt wäre, würdest du noch leben? Hätten Vater und du gesiegt? Tja. Das weiß keiner so genau. So, wo ist dieser Höhleneingang, der mir hier angezeigt wird? Das ist jetzt die Frage. Ich kann jetzt nicht die Krüge zauen. Yep. Ich denke mal, dass da nicht wirklich viel drin ist, außer vielleicht ein bisschen Silber. Ich werde natürlich alles zerhauen, aber das mache ich rausgehen, weil das ein bisschen länger dauert. So, hier ist der Höhleneingang. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hatte, war ich sehr aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer gewonnen. Kleine Ausflugtruhe für eine Rüstung. Und hier kann man was zur Seite schieben. Ah. Kiste, was beharrst du? Quecksilber, Edelsteine, wertvolle Dinge. Wie konnten Kjötvis Hunde das übersehen? Tja, ich denke mal, die wollten das nicht oder haben sich gesagt, wir schauen nicht da rein, wir haben keine Höhle gesehen. Nee, nee, nee. Kohleband, Leder, Eisenerz, ich nehme alles mit hier. Aber cool, dass man hier nochmal zurück kann, wo alles angefangen hat. Das ist wirklich nice. Gut. Jetzt aber zurück zum Schiffchen und endlich mal hierhin, bevor ich anfange, hier zu landen, ne? Let's go. Hier müssen wir an die Ruder. Dieser Wind würde die Segel füllen. Mehr Segel! Wer erzählt eine Geschichte? Oh, bestimmt habt ihr noch nie die Geschichte gehört, wie Odin und Freya mir in einer dunklen Winternacht erschienen. Sie nannten mich... Sie nannten dich ihr verlorenes Kind. Doch, da. Das hast du schon so oft erzählt, wie die Sonne auf- und untergegangen ist. Okay. Habt ihr Salzgalten-Geschichten auf Lager? Ich kannte einen verrückten Mann in meinem Alter. Rook, den wir anfingen, Rook den Ramscher zu nennen, weil er Äxte sammelte. 20 Jahre lang sammelte er Äxte aller Größen und Formen. Nicht einen Tag verbrachte er in der Schlacht, doch er schwor bei Thor, dass es geschehen würde. In seinem 31. Jahr nach zu viel Ale verführte Rook die Frau eines anderen. Dieser Mann forderte Rook zu einem Holmgang heraus. Rook nahm den Holmgang an und am vereinbarten Tag breitete er 12 seiner Äxte aus und fragte, welche davon nehme ich, um dich zu erschlagen? Wird es Knochenspalter sein? Fragte er. Meine Bartaxt mit den Cedar-Runen auf einem Griff aus englischer Eiche? Oder Blutbrunnen? Fuhr er fort. Meine Dänenaxt, welche mit zwei Händen gegriffen einem Pfeil gleich die Luft durchschneidet? Oder vielleicht der Doppelwolfsjäger? Knurrte Rook mit wachsender Kühnheit. Ein wildes Paar Wurfäxte! In diesem Augenblick ließ der Mann, der Rook herausgefordert hatte, einen großen Stein auf seinen Kopf krachen. Rook
Da hat er immer ein bisschen zu viel sich aufgeplustert, I guess. Diese Geschichten sind lustig manchmal. Ich glaube, wir sind gleich da. Und dieses Nordlicht hier oben, das sieht richtig cool aus, während man hier rumschippert. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ah, gleich sind wir da. Alrex Stalia. Ob man da wieder Würfel spielen kann? Wahrscheinlich. Gehen wir mal aus. Ja, die Insel da hinten mit dem Synchronisieren, die werde ich später machen. Ich will erst mal hier hinschippern. Nicht auflaufen. Dankeschön. Ein bisschen weiterhin, bitte. Alrex Stalia. Da sind wir. Einmal bitte anlegen. Mehr oder weniger. Wo passt mein Schiffchen dahin? Gucken wir mal. Hast du schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Tja, es gibt immer ein erstes Mal. Noch einmal bitte einpacken. Düt, 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 düt. Ah, jetzt aber. Wir setzen das schon. Ja, wir setzen das später fort. Gut. Wo ist der gute Sigurd? Irgendwo im Örtchen. Hier geht's wieder an Wetttrinken, das werde ich wieder offscreen machen. Eine Sidequest. Und was weiß ich noch alles. Tag auch. Ich finde interessant, dass manche Gespräche, die man hört. Warum steht hier empfohlene Stärke 280 bei Jörter Fagelkiel? Ich frag lieber nicht. Auf jeden Fall, es gibt hier sehr viele Schätze. Was gibt's denn hier? Ein bisschen was für unsere. Was mitnehmen? Ja, wo ist denn der gute Sigurd? Irgendwo von meiner Nase müsste der gute sein. Warum wird er mir nicht hier angezeigt? Einen Moment mal kurz. Quests. Finde Sigurd.
Mal neu aktualisieren hier. Also wenn ich hier auf die Karte schaue, müsste es direkt hier sein. Aber seht ihr einen Sigurd? Also, ah. Das da vorne sieht gut aus. Dein Clan stinkt zum Himmel. Ich habe aber wir sind stark, feindlich. Ja. Hallo. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Haltam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Wow. Wieso? Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Eieiei. Ich hab's schon öfter gemacht mit dem Tarnen, wie man das hier nennt. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Kann mir vorstellen. Ist es wieder ein Tutorial? Ich bin dabei. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Ja, oder wenn man jemand zu nahe ist, der einen kennt. Das macht die Tarnung auch zunichte. Gehe ich mal von aus. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan... Na gut, machen wir mal. Einmal bitte tarnen. Aufgeht. Sehr schön. Zeig meine Tarnung an, der Kapuze. Dort in dem Lager ist Gorm. Da drüben. Oh, ich bin nicht da, falls jemand fragt. Misstrauensgebiet heißt das. Okay. Was hast du dir gedacht? Trinkst Mehl auf leeren Magen. Hey, du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Nicht bemerken lassen. Leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Ihr habt mich nie gesehen. Ich will mit dir reden. Hey, wo? Du feiges Stück Scheiße. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten.
nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Die Dame hat eine Zunge. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Ach, das Fink. Aber bevor das hier läuft, ich sehe mich mal hier ein bisschen um. Tu ein bisschen Wett trinken und schau, ob ich diese Rune hier finde, die hier schön aufleuchtet. Gehst du da bitte weg, mein liebes Schweinchen? Ich hätte gern den Schlüssel da. Na? Dankeschön. Ich glaube, den brauche ich für diese Rune hier, wenn der schon so auffällig da liegt. Falls das hier ist. Wahrscheinlich unter mir, ne? Aber sowas von. Sieh an, was haben wir denn da? Ich weiß nicht. Hier geht's runter. In der Nähe des Hauses. Ups, so Rune. Ich denke mal wirklich, dass ich diesen Schlüssel brauche. Ich habe nämlich im Haus eine Notiz gesehen und ja, man braucht den Schlüssel von den Schweinern. Sonst geht diese Tür nicht auf. Und was finden wir hier Schönes? Wieder ein Buch des Wissens. Mit der Fähigkeit Todeszeichen. Interessanter Name. Schauen wir mal an. Und bei Mario kann ich hier kein Würfelspiel spielen. Ich habe keins zumindest gefunden. Was haben wir hier Schönes? Halte R2 gedrückt, um entdeckte Gegner zu markieren. Lass los, um eine tödliche Pfeilsalve abzuschießen. Auf alle? Oh, ich nehme das mal mit und tue das ins Kreis rein. Klingt interessant. Klingt sehr interessant. So, es gibt hier noch eine Sidequest. Die will ich euch nicht vorenthalten. Und dann gehen wir zum Alfing. Oder Thing, wie das heißt. Nicht Thing, wie Ding in Englischen. Sondern Ding im Sinne von... Wie komme ich hier wieder raus? Nein, im Sinne, das ist eine Zusammenkunft. Ich habe mich meistens ein bisschen schlau gemacht. Nur ein bisschen. So, wer ist diese Sidequest? Ich komme gern vorbei. Guck mal. Der gute Sigurd muss ein bisschen warten. So viel Zeit muss sein. Und dabei, hier gibt es auch diese Papierdinger. Ich weiß jetzt endlich, wie die funktionieren. Die fliegen weg, man muss die verfolgen eine gewisse Zeit. Und dann kann man sie aufheben. Bis jetzt habe ich nur Sachen bekommen zum Tätowieren. Aber damit du Bescheid weißt, wie man die kriegt, man muss die einfach verfolgen, ein bisschen Jump'n'Run machen. Und dann kann's gehen. Versprich mir nur keinen mächtigen Ast und reich mir dann einen winzigen Zweig. Probleme hier? Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein. Er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen. Riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. Das ist meine Sidequest, da habe ich sehr viele Fragen. Lassen wir uns das mal einwirken, okay? Ich frag lieber nicht. Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja. Ja,
seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Okay. Das ist lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht oft genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Bitte mach was? Mach es dem Erdboden gleich. Wir wollt, ihr habt es gesagt. Ups, das war die falsche Taste. Nein, meine Augen. Dann lass uns mal ein bisschen brennen. Dann ramme durch das Walgrin-Tor und betrete Walhall. Nimm alles, was du willst, Victor. Was heißt? Okay. Wenn ihr meint, dass ihr im Nachleben es besser machen könnt. Ich mag jemand nicht. Ach, ist das besser oder? Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht. Aber ich bediene mich an eurer Truhe. Ja, definitiv. wie gesagt, jeder sein Ding, ne? Aber die zwei sind ein bisschen besonders. Was zum Teufel? Ich hab dir nichts hinzuzufügen. Definitiv nicht. Gehen wir zum Fing, bevor ich weitere Sachen anzünden muss. Ich bin ja ein richtiger Pyromane, was das angeht. das war mal eine schräge Setquest. Sowas habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. So, ein bisschen Essen mitnehmen. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen durch das Feuerchen. Alex, was ich wegkeilen könnte. Wenn wir schon bei Feuer sind. Das nenne ich mal eine Pfanne. Kann mir grillen. Würde definitiv sogar vielleicht gehen. Gut, ab ins Fing. Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Oh, Götter, ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornie euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal. Du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Überlassen mir, wer meine Wahl, aber das steht nicht da. Mach du mal, aber wie gesagt, ich will sagen, gib ihn mir her, ich kümmere mich um ihn. Auf die eine oder andere Weise.
Du bist König dieser Lande, Harald. Die Entscheidung liegt bei dir. Das ist eine sehr ehrbare Antwort. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Ja. Also das Erste stimmt schon irgendwie, dass unser Ziel Valhalla ist. Das ist ja unser aller Ziel. Wir müssen nicht echt einmal alle sterben. Von daher würde ich sagen, das Erste, das Dritte, das Zweite passt auch. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber nehmen wir mal das Erste. Ich träume von einem glorreichen Tod. Jedoch nicht, wenn ich dafür meine Familie verraten muss. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Vor mir hast du nichts zu befürchten, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Haralds Farben. Er markiert bereits sein Territorium. Markiert? Götter, er spritzt damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug und er schätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. So, wir kriegen gerade sehr viele Fertigkeitspunkte. Ich würde mal sagen, ich mache mit euch das mal zusammen, wie ich das hier ausgebe. Ich bin hier gerade, wie ihr seht, noch hier im Kudelmudelland. Geh einfach irgendwo entlang. Und das nächste, was ich haben wollte, ist hier in den Rücken fallen. Wenn du in den Rücken des Gegners triffst, kriegst du schon mehr Schaden an und bringst ihn ins Taumeln. Also wir haben mehr Ausweichen, mehr Fertigkeit und dann mehr Gift-Effektivität und Giftschaden. Das Problem ist nur, ich habe noch nichts mit Gift.
Von daher ignoriere ich das mal. Ich könnte auch jetzt hier runter. Oder ich könnte sagen, ich gehe hier was weiter. Hier sind nämlich die Passivfertigkeiten. Ist auch ziemlich cool. Zum Beispiel, dass man hier mit raschen Handbewegungen alles einsammelt und dann anstatt diese lange Animation, was ziemlich cool ist, wie gesagt. Oder hier, dass man alles kochen kann, wenn man Adrenalin hat. Oder Adrenalin auffüllen kann mit Kochen. Ist wirklich coole Sachen hier dabei. Man muss sich nur ein bisschen umsehen. Da mache ich ja öfter ausgehen, aber einmal wollte ich es euch mal zeigen. So, was ich noch nicht gemacht habe, ist hier oben. Das ist alles fürs Boot, glaube ich, unter anderem. Ja, hier Langschiffschildwall. Dann haben wir perfekte Parade. Damit kann ich mehr blocken. Bin aber nicht so der Paradefreund. Das muss man wirklich perfekt timen, das ist nicht ohne. Schildmeister. Ich habe gerade kein Schild ausgerüstet, von daher ist das eher unnötig. Furchtloser Sprung. Also, je nachdem, welchen Kampfstil ihr haben mögt, könnt ihr wirklich alles gehen, wie ihr möchtet. Das ist irgendwie cool. Oh, mehr Widerstand gegen schwere Angriffe. Ich werde von den Esoth getroffen, von daher her damit. Und mehr Gesundheit sage ich auch nicht. Nein. Na, so gebe ich mir die Fertigkeiten aus. Schaue mich herum. Schaue, was mir zusteht oder was mir gefällt. Und dann nehme ich das. Und hier, das will ich auch eventuell haben. Verbesserte Beherrschung von Hämmern. It's Hammer Time. Gut, dann. Du da, was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Und du bist? Bist du einer von Haralds Männern? Ja, der König wünscht einen Überblick über die Lande, die er nun beherrscht. Mehr nicht. Darf ich fragen, ob du einer der Eroberten bist? Hat Harald auch dein Land genommen? Nein, meine Familie lebt schon seit seinem Vater unter diesem Banner. Seit Halfdan dem Schwarzen. Nun, willkommen in Fornberg, Krieger. Na, willkommen, willkommen. Interessant, dass man den angreifen kann, obwohl er ganz freundlich ist. Interessant. Ach, wir müssen in unser schönes Langhaus. Hast du Lust auf eine Runde Erlöck? Na, danke. Geht's hier nicht durch? Dann halt hier Vordereingang. Oder auch nicht. Lass mal gucken. Also, ich muss ins Langhaus. So wie ich das sehe. Irgendwie ist das gerade zu. Bin gerade verwirrt. Einen Moment. Ein paar neue Löcher. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Als Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, ihr alle. Lasst mich reden. Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran in neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei.
Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Das ist schwierig. Von nach Gesetz, von dem her würde ich sagen, es gehört eigentlich ihr, weil sie hat ihn ja besiegt, ne? Aber irgendwie macht das auch Sinn, was er sagt. Tja, wollen wir es einfach haben oder nicht, würde ich so sagen. Lass mal alles da. Just in case. Ich verstehe deinen Einwand. Dann überlass Kjötvis Schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Nach Englerland. Das Land der Angelsachsen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Man sieht sich hoffentlich irgendwann mal wieder, liebe Seherin. Ja, packt alles ein, wir haben eine lange Reise vor uns. Eine sehr lange Reise. Ich würde gerne wissen, wie lange dauert wirklich diese Reise mit so einem kleinen Boot nach England von Norwegen aus? Ich würde sagen, vielleicht eine Woche, zwei vielleicht. Ich bin da sehr schlecht darin, leider im Schätzen, muss ich sagen. Von daher rate ich einfach mal nur rum. Aber ich würde sagen, auf nach England. Ich würde jetzt gerne wissen, kann ich, wenn ich jetzt weiterreise, hierher zurückkehren, also hierher, wo ich hier gerade bin, oder ist das dann gesperrt? Ich hoffe nicht, dass es gesperrt ist. Darum speichert sich jetzt hier mal kurz.